Es ist eine lange Reise vom Dorf Bründel in Niederschrems nach Uruguay. Aber für Chefkoch Milo Moser ist kein Weg zu weit, um neue Gerichte und unbekannte Zutaten zu suchen. Fast 20 Stunden Flug und eine rasante Überfahrt von Buenos Aires auf der schnellsten Fähre der Welt, dann hat er endlich das Hostel Chic in der Altstadt von Montevideo erreicht. Vor der Erkundung der kulinarischen Genüsse Uruguays will nämlich erst einmal der Jetlag auskuriert werden, während der Hafen von Montevideo nie schläft. Am nächsten Morgen macht sich Milo auf Entdeckungsreise. Überall Mate-Kürbisse für Yerba Mate, das Nationalgetränk der Uruguayos. Dabei bräuchte er zuerst einmal dringend einen Kaffee. Vorbei an der Kathedral Metropolitana und dem italienischen Brunnen auf der Plaza de la Constitución zieht es ihn in Richtung sanfter Klänge. Ob der Tango nun hier oder in Argentinien entstanden ist, scheidet nach wie vor die Geister. Jedenfalls ist er auf den Plätzen Montevideos allgegenwärtig. Allgegenwärtig sind auch die kulturellen Einflüsse der Einwanderer aus dem deutschsprachigen Raum. Bei Homeopathia Alemannia gibt es Kühlendes für die Haut und im Palacio del Café endlich auch den heiß ersehnten kleinen Braunen. Aber eigentlich sucht Milo ja nach dem legendären südamerikanischen Rindfleisch und da ist der Mercado del Puerto in der Vieja Ciudad die erste Anlaufstelle. Wir sehen wir die Kohle nachschieben. Da drinnen brennt es und sie verteilen es gleichmäßig bis zu, wo gar nichts mehr ist, dass sie alle Garzonen haben. Da haben sie es sogar so, dass es sich dreht. Und das bisschen aufgehobene ist das Typische da. Herrliche Grillkultur. Kann man nur schwärmen. Der Mercado del Puerto ist eher eine touristische Angelegenheit. Am besten lernt man die uruguayische Grillkultur bei Freunden kennen. Da ist die Silvesterparty des Hostel Chic genau der richtige Anlass. Wie so ein traditionelles Asado abläuft und welche Rolle das Vitamin V der Melone dabei spielt, seht ihr in Folge 2 von Ein Koch auf Abwägen. Ein geiles Essen.